Hallo und herzlich willkommen. Ah, ich kann hier noch meine Kopfhörer ausziehen von meinem letzten Telefongespräch. Und hier bin ich mit einer Frage. Und zwar die: Wie kann ich herausfinden, was das Bedürfnis des Gegenübers ist, wenn mir das Gegenüber dieses Bedürfnis irgendwie nicht mitteilen kann? Was muss ich tun, auch wenn ich nachfrage und ich dann einfach nicht weiterkomme oder den Eindruck habe, ich kriege da gar keine Antwort? Was muss ich dann tun? Ich muss noch ein bisschen bequemer hinsetzen. So, jetzt ist es gut. Was muss ich da tun? Was kann ich da tun? Ja, wie kann ich das Bedürfnis des Gegenübers rausfinden? Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil das hast du vielleicht bei dir schon rausgefunden. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das Bedürfnis zu benennen. Und du hast ja je nachdem schon ein bisschen Übung, deine Bedürfnisse rauszufinden und dein Gegenüber vielleicht nicht. Und dann ist die Frage, wie machst du das? Also das eine ist, dass du gut dafür sorgst, dass du das nicht zu dir nimmst, dass dein Gegenüber sein Bedürfnis nicht kennt. Also du könntest ja dir sagen, dass du zu wenig genau fragst oder dass du zu undeutlich bist oder dich irgendwie in die Situation bringen, dass du da die Verantwortung übernimmst. Das ist gut, wenn du das nicht tust. Bleib wieder bei dir und nimm wahr, aha, das bringt mich ein bisschen in Schwierigkeiten, vielleicht in eine Ohnmacht oder vielleicht auch in einen Ärger, weil du unter Druck bist. Vielleicht seid ihr in einem Arbeitszusammenhang oder ihr seid in einem familiären Zusammenhang und müsst etwas erledigen miteinander. Und dann kommen diese, und ihr müsst was klären und dann kommen diese Bedürfnisse nicht. Das heißt, schau, was bei dir ist. Schau, was ist dein Gefühl? Also ich nehme jetzt mal Ohnmacht. Dann kommst du in diese Ohnmacht, weil du würdest gerne wissen, was hier läuft und was diese Person braucht. Weil du möchtest ja gerne beitragen. Das ist ja eines deiner Bedürfnisse. Neben dem, dass du es wissen willst, du möchtest das ja gerne wissen, weil du beitragen möchtest, dass dein Gegenüber sich auch wohlfühlt. Manchmal vergessen wir das. Das ist ja ein ganz starkes Bedürfnis, dass wir beitragen können, dass unser Gegenüber sich wohlfühlt. Und dann macht das Gegenüber etwas und ich kann nicht beitragen. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Das bringt mich ja je nachdem in Schwierigkeiten, wenn ich nicht beitragen kann. Je nachdem, was ich mir sage, wenn ich nicht beitragen kann. Der Marshall Rosenberg hat etwas gemacht, was ich selber wenig unterrichte, aber er hat immer gesagt, ja klar, das kannst du machen. Wenn das nicht so ist, dann sagt er das dein Gegenüber dann schon. Er hat nämlich einfach gefragt, ist dir denn das und das jetzt wichtig? Möchtest du das und das? Er hat nicht gesagt, von außen sieht das aus, das sage ich. Von außen sieht das aus, wie wenn du dieses und dieses Bedürfnis hättest. Ist das so? Und dann kannst du, also frag danach, ist das so? Habe ich da recht? Ist das bei dir so? Liege ich richtig? Nicht unbedingt habe ich recht, sondern liege ich richtig? Und dann selbstverständlich wird dir dein Gegenüber eine Antwort geben. Dein Gegenüber wird dir sagen, ja, das stimmt ganz genau, jetzt wird es mir auch klarer. Oder dein Gegenüber wird ärgerlich werden, wird, nein, überhaupt nicht sowas werden. Also dein Gegenüber wird reagieren,
wenn du Annahmen machst und die Bedürfnisse abfragst. Das kannst du auch machen, wenn da so gar nichts kommt und du unter Druck kommst. Also der Marshall hat das häufig gemacht. Also es gibt viele Videos, wo er das auch zeigt. Ich weiß jetzt nicht, auf YouTube, ich habe das in Lernvideos gesehen, in denen Wochenenden gefilmt wurden, an denen er mit Menschen gearbeitet hat, die sich zur Verfügung gestellt haben. Aber vielleicht kannst du schauen, ob du solche Videos findest. Das ist einfach eine Variante, um das nochmal genauer zu sehen, wie Marshall Rosenberg das gemacht hat. Also das ist eine Variante, dass du nochmal nachfragst und konkret Bedürfnisse benennst, die dir in den Sinn kommen und von denen du annimmst, dass das etwas sein könnte, was diese Person braucht. Wenn du das nicht machen möchtest, dann kannst du auch darum bitten, dass die Person sich's überlegt. Also du kannst nachfragen, ist es so, ich wertfreie Beobachtung, ich sehe, du gibst mir hier keine Antwort, ich bin irritiert oder ich bin bedrängt, je nachdem, wie es dann ist für dich, wie dringend dein Wunsch ist, das Bedürfnis deines Gegenübers zu kennen. Und dann kannst du sagen, ich würd wirklich gerne dein Bedürfnis kennenlernen. Und ich möchte dir den Vorschlag machen, das ist auch ein Bedürfnis, diesen Vorschlag machen zu wollen. Ich möchte dir den Vorschlag machen, magst du dir das überlegen? Das ist dann eine Bitte. Magst du dir das überlegen, welches deine Bedürfnisse sind, dass ich hier mehr Klarheit darüber habe, wie wir zusammenarbeiten zum Beispiel? Also du kannst in einem gewissen Sinne eine Pause anbieten, in der sich die andere Person das überlegen kann und rausfinden kann, was sie braucht. Wenn du ganz mütterlich oder väterlich sein willst, dann kannst du anbieten, dass du die Gefühls- und Bedürfnisliste zur Verfügung stellst, wenn du die hast. Die haben ja inzwischen auch viele Leute hier in der Gruppe. Also Gefühls- und Bedürfnisliste, wenn du Lust hast, damit zu experimentieren, das kannst du anbieten. Ich würde da vorsichtig sein, das würde ich erst in einem zweiten Schritt anbieten, wenn klar wird, das ist schwierig jetzt, diese Bedürfnisse herauszufinden. Was noch? Mal schauen. Taucht da bei euch noch eine Frage auf? Oder ist das soweit klar? Es geht darum, wieder dich selbst zu regulieren. Also klar darüber zu werden, dass du ein Bedürfnis hast und das jetzt nicht erfüllt ist, wenn die andere Person ihr Bedürfnis nicht benennt. Das finde ich ganz wichtig, dass da klar ist, die andere Person muss ihr Bedürfnis nicht sagen. Das ist mein Bedürfnis, dass ich hier etwas erfahre von der anderen Person. So. Das ist die Instant-Version von was tue ich, wenn ich das Bedürfnis des Gegenübers nicht herausfinde. Schreibt in die Kommentare weiterhin und wenn es da weitere Fragen gibt, dann nehme ich sie am nächsten Donnerstag mit in den Livestream. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine gute nächste Woche. Tschüss!